Der unwirtliche Planet Pandora. Heimat von hässlichen Bestien, räudigem Banditengesindel und, unschwer erkennbar, comicartiger Cell-Shading-Grafik. Pandora ist auch der Schauplatz von Borderlands, das sich an einer heiklen Mischung versucht. Das Endzeitgeballer will nämlich gleichzeitig ein Ego-Shooter und ein Rollenspiel sein. Und siehe da, Borderlands schafft es, beide Genres zu vereinen. Wie in einem RPG bekommt ihr für erledigte Gegner Erfahrungspunkte und steigt so langsam im Level. Wie in einem RPG nehmt ihr in Städten Aufträge an und bekommt dafür Belohnungen. Wie in einem Shooter ballert ihr aus der First-Person-Sicht mit allerlei Waffen auf die Gegner. Und auch wie in einem Shooter sucht ihr Deckung und müsst geschickt zielen. Ein Markenzeichen von Borderlands sind die Unmengen an Waffen, die ihr im Spiel findet. Jede hat individuelle Werte für Schaden, Genauigkeit und Nachladegeschwindigkeit. Seltene Knarren erkennt ihr sofort am farbigen Namen. Die haben meist eine besondere Eigenschaft, wie Feuerschaden, der besonders gegen ungepanzerte Gegner hilft, oder Energiewaffen, die die Schilde der Feinde zerbröseln. Unwichtige Bleispritzen verdickt ihr an entsprechenden Automaten. In den Shops gibt es auch manchmal ein besonderes Sonderangebot. Je nachdem, welche Waffengattung ihr am meisten nutzt, verbessert sich auch der jeweilige Wert und ihr geht damit noch besser um. So baut ihr euch zum Beispiel einen Experten für Nahkampf und Schrotflinten oder einen Spezialisten für Scharfschützengewehre. Ab Level 5 bekommt auch jeder der vier Charaktere eine Spezialfähigkeit spendiert, auf die ihr nach Levelaufstiegen auch Punkte verteilen könnt. Der Soldat kann, wie hier zu sehen, ein Geschütz in die Landschaft pflanzen, das dann nahe Gegner aufs Korn nimmt. Fast so, als hätte man einen Soldaten mehr. Die Sirene springt kurzfristig in den sogenannten Phase Walk, mit dem sie unsichtbar wird. Am Ende verursacht ein Energiestoß noch zusätzlichen Schaden. Der Berserker spielt sich eher geradlinig. Aktiviert ihr seine Spezialkraft, prügelt ihr mit den blanken Fäusten auf Gegner ein. Hier haben wir unserer Figur noch einen hilfreichen Feuerschaden spendiert. Der Jäger steht dagegen mehr auf Fernkampf. Nehmt ihr die Feinde mal nicht per Scharfschützengewehr aufs Korn, hetzt ihr seinen Adler auf die Widersacher. Jederzeit kann sich auch ein weiterer Spieler in die Welt einklinken, um gemeinsam Quests zu erledigen oder ein Duell in der Arena auszutragen. Zumehrt werdet ihr auch besonders viel Spaß mit den Fahrzeugen haben. Die sind nicht nur mit schlagkräftigen Waffen ausgerüstet, sondern kürzen auch eure Laufwege ab. Alle Spielelemente zusammen ergeben eine ziemlich süchtig machende Mischung. Besonders später im Spiel motiviert die Jagd nach immer neuen und besseren Gegenständen zum Weiterspielen. Borderlands schafft zwar nicht den Sprung auf den Shooter-Thron, vor allem wegen der trotz Comic-Stil angestaubten Grafik und der mangelnden Abwechslung, hat aber seinen eigenen Charme und ist definitiv einen Blick wert.